Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Woodroof and the Schnibble of Azimut. So, Ende der letzten Folge war ich ja mal wieder ziemlich lost und hatte keine Idee, wie wir weitermachen können. Aber der Kaffee danach hat geholfen. Es war zwar schon vorgestern ein Kaffee, aber egal, ich weiß noch, was mir damals eingefallen war. Und zwar hat ja Woodroof an diesem Ventilator da auf dieser Plattform ja gesagt, als wir den Drachen mit dem Ventilator benutzen wollten, er müsste fliegen können, bevor er das wieder tut. Und der Drache wurde offensichtlich nicht als Flugobjekt oder was auch immer eingestuft. Und das hat mich ein bisschen verwirrt. Und dann ist mir eingefallen, dass wir ja schon öfters im Wetterbericht die Gefängnisturmregion gehört hatten. Und ich glaube, das war immer irgendwas mit lokalen Winden oder so. Vielleicht können wir hier mit dem Drachen und den lokalen Winden irgendwas tun. Wir versuchen es mal. Wir hören mal einen Wetterbericht und dann sehen wir, ob es da jetzt weitergeht. Wenn es da jetzt nicht weitergeht, müsste ich kreativ werden. Also einfach hoffen. K. Zick. Sto. Platz. Ein großer Meteoriteneinschlag wird auf dem Obersackplatz erwartet, während am Amtsschimmelzentrum heftige Windböen von 548 Stundenkilometern gemeldet werden. Ja, aber das war eine Gefängnisturmregion, dann keine heftigen Windböen, sondern glaube ich irgendwie was Lokales. Also versuchen wir nochmal. Lokal ist mit einigen Niederschlägen im Freudenviertel zu rechnen, während der Blitz sehr bald in die Knastsackgasse einschlagen wird. Mit dem Blitz hatten wir auch noch nichts gemacht. Aber das mit dem lokalen Regen, das war ja das, wo wir unseren Butzukhut gefüllt hatten mit Wasser. Auf dem Obersackplatz werden die Sturmböen noch heftiger werden. Sie werden Spitzenwerte von 333 Stundenkilometern erreichen. Im Rotlichtviertel blauer Himmel mit einigen Schauern. Das war die Wetterschau für die nächste Minute. Ja komm, auf das Wetter heute ist auch kein Verlass mehr. Komm Junge, sag mal da diese... Also ich bin mir relativ sicher, dass es diese lokalen Winde gab... In der Gefängnisturmregion. Also auf jeden Fall gab es Gefängnisturmregion. Meteoriteneinschlag vor dem Amtsschimmelzentrum ist gemeldet, während sich in der Gefängnisturmregion kurzfristige Aufheiterungen entwickeln. Heftige Böen mit 217 Stundenkilometer Spitzenwert. Wetter. Mein Mann, dann hat er was von heftigen Böen gesagt. Wir versuchen das jetzt mal. Ja, Woodroof, ich weiß, dir ist langweilig. Aber egal. Du machst jetzt mal bitte einen Blick auf deine Uhr. So, dann malt er uns wieder ein schönes X. Ja, genau. Ja, Woodroof. Und dann benutzen wir mal den Drachen auf das Ding. Das tut er sogar. Okay, ich habe Hoffnung. So, jetzt abwarten. Er steht da. Viel bestellt und nicht abgeholt. Oh, oh. Ja, Schakka. Es hat Funst. Hat von uns. So, du bist ein Knasti. Hi. Hallo, mein Freund. Sie sind es also, der nicht aus dem Knast raus wollte. Aber ja doch, ich bin da. Kannst du Gift draufnehmen. Aber raus komme ich nicht. Könnten Sie mir helfen, ganz nach oben zu kommen? Muss unbedingt jemand treffen. Sie möchten also Azimut sehen. Das ist mein Kumpel, der Professor Dr. Azimut. Wir unterhalten uns oft durch die Rohrleitungen hindurch. Ah, das war ja einfach. Ach, Papa sitzt oben. Ja gut, macht ja irgendwie Sinn. So, wie hilft uns das jetzt? Achso, er geht jetzt da einfach stiefelnderweise hoch. Sehr schön. So, dann haben wir da noch irgendwelche potenziellen Treppenstufen. Jetzt kommen wir noch höher. So, also sitzt Papa dann hier? Woodroof, da haben wir noch ein bisschen was vor uns. Das Seil hatten wir von unten schon mal gesehen. Nimm das mal. Wieso nimmst du das nicht? Hä? Also, Woodroof,
mein Plan war, nehmen, Lasso machen und da hochkommen. Also da so Lasso drüber, kannst du kein Lasso. Junge, du machst mich nur irgendwann wahnsinnig. Okay, wenn er es nicht nimmt, dann sollen wir wahrscheinlich zuerst mal irgendwas damit benutzen. Würde ich zumindest jetzt mal denken. Wir irgendeinen Haken, irgendwas, weil er scheinbar kein Lasso machen will, was sich jetzt hier um dieses, was auch immer, Hähnchen oder was es sein soll, drum legt, sondern er will wohl irgendwie einen Haken haben. Das ist der Haken an der Sache. Aber Moment mal, dieser Arm, der könnte doch vielleicht ein Haken sein. Benutze mal den Arm mit Strick. Ja, das tut er. Und dann steckt er auch den Strick ein, sehr schön. Weil beim Spiel haben wir schon festgestellt, dass man Gegenstände im Inventar nicht miteinander benutzen kann. Also muss man das vorher benutzen. So, ach, das heißt jetzt auch Enterhaken. Dann benutzt man bitte den Enterhaken mit so einem Ablaufrohr. Was jetzt aber, glaube ich, das falsche Ablaufrohr war, oder? Kommen Sie da auch wieder runter? Oder mach mal Enterhaken mit dem Ablaufrohr. Macht er nicht. Junge, kommst du mal bitte wieder da runter? Bitte? Bitte, ich hab's mir anders überlegt. Naja, macht da jetzt auch keinen Hüpfer. Habe ich das jetzt verbuggt? Ruf mein Junge. Weil es wäre eigentlich sinniger gewesen, da hinten zu dem Fenster. Das man aber auch nicht anklicken kann. Eine Mauer? Man muss doch verflixt irgendein Ausgang sein! Da gibt's sicher einen Trick! Gibt's sicher einen Trick, okay. Man muss doch verflixt irgendein Ausgang sein! Da gibt's sicher einen Trick! Ja, dann... Du bist doch ein schlaues Kerlchen, kannst du mir den verraten? Also ist irgendwas mit der Mauer. Okay, was haben wir? Vielleicht mit dem Dreizack da irgendwie was rausbrechen? Nee, finde nicht. Nein. Udo sagt nein. Mit dieser Muschel weiß ich auch noch nicht, wo wir damit hin sollen. Ah, oder vielleicht die Kraftrune. Ja, Wudruf, ich weiß, es war einfach mal ein Versuch. Moment, Kraftgedönse. Kraft. Bauerformel mit Mauer? Nee, Wudruf sagt nein. Vielleicht eine. Naja, eine Gedächtnisform. Ich denke immer, dass das eine Geistesblitz wäre, aber nein. Diagnostizier mal bitte die Mauer. Das geht schon mal gar nicht. Okay, das geht gar nicht. Die Mauer mal noch ein bisschen sauber machen. Udo steht nicht so aufs Putzen. Fehlt uns vielleicht noch irgendwas hierfür? Was ist jetzt mit den komischen Hörkontrolle, Haarkontrolle und Augenkontrolle? Kannst du vielleicht durch die Mauer hindurch hören? Ey, Vogel zeigen ist nicht höflich, mein Bub. Aber ich kriege ihn jetzt auch nicht mehr darunter. Also, ja, und hat Flöhe. Also muss es irgendwas sein, was wir jetzt zwangsläufig wohl schon haben? Aber was haben wir zwangsläufig? Die Fotos werden wohl keinen Sinn machen. Von unseren Accessoires glaube ich auch nicht, dass da was Sinn macht.
Ich bin mal wieder ganz offiziell lost. Weil scheinbar kommen wir hier wirklich nicht mehr runter. Ah doch, wir kommen wieder runter. Okay, vergesst, was ich gesagt habe. Wenn wir jetzt da mal hoch enterhaken. Geht das? Oh, hi. Wenn ich noch kleiner Mistkäfer, dann kann ich dir ein weiteres Stück meiner Macht übergeben. Hör dir bloß mal die Geschichte von dem Irren an, der seine Decke streicht. Ein zweiter Irrer kommt, sagt, halt dich am Pinsel, ich brauch die Leiter. Du lachst nicht? Also hast du gerade Gesichtskontrolle gelernt. Sag mir, Meister, wozu dienen denn diese Gewalten eigentlich? Jede für sich nützen sie gar nichts, kleiner Mistkäfer. Aber wenn du sie miteinander kombinierst, dann kannst du, wie ich, die Schwerkraft überwinden. Bitte was? Okay, halt dich am Pinsel fest. Ist recht. Miteinander kombinieren? Und dann schweben. Schweben wäre ja fliegen. Aber wie tut man das? Gesicht? Ich kann die irgendwie nicht miteinander machen. Oder muss man den kompletten Satz haben und kann dann automatisch fliegen? Das habe ich noch nicht wirklich verstanden. Aber da steht irgendwie Fliegen im Raum. Okay, aber jetzt mal hier... Wuthof? Mein Guter. Was ist denn da oben? Geh mal bitte wieder hoch. So, jetzt bleibst doch bitte da. Aber es wäre ja logisch, jetzt mit diesem Fenster da irgendwie was zu tun. Aber das geht irgendwie nicht. Doch, jetzt haben wir hier wieder Mauer. Vielleicht fehlt uns auch noch irgendwas. Kommen wir jetzt überhaupt wieder ganz runter? Oder zumindest mit dem Transportozon sollten wir hier wieder wegkommen. Aber wo gehen wir hin? Weil ich habe jetzt keine Idee, was ich mit dem Stein machen soll. Ich habe jetzt gerade keinen Kaffee zur Hand, der da irgendwie gedanklich was tun könnte. Den Topfdeckel haben wir zwar nicht versucht, aber macht meiner Meinung nach keinen Sinn. Dann hätten wir halt noch diese Anpflanzerei von diesem Schnapplure-Zeugs da auf der Agenda. Ich habe da zwar immer noch so das Gefühl, dass wir da diese Wachstumsformel benötigen, aber er hat ja gesagt, es wäre ja gute Erde, dann sollte man da eigentlich kein Wachstumszeugs brauchen. Und wir hatten, nachdem wir das Korn reingemacht hatten, nicht mehr gegossen. Wir haben ja einen unendlichen Wasservorrat im Hut. Das versuchen wir jetzt mal, weil hier fehlt mir jetzt erstmal die Idee. Transportozon. Da sollten wir, denke ich mal, ja, da kommen wir schon mal weg. So, Amtsschimmel. Wo war da Trockenbrunnen? Da gehen wir jetzt erstmal hin. So, da hatten wir hier dieses Schnapplure-Dings reingemacht. Ah, da steht auch trockengelegt. Jetzt brauchen wir Wasser. Ah, okay. Hätte ich Wuthof gleich fragen sollen. Beziehungsweise Wuthof hätte ja auch einfach mal was sagen können. Habe ich das dann? Oh, okay. Das war ja wie eine Frau. Hübsch. Nimm mal da was mit. Jetzt haben wir Schnapplure-Würze. Und das wollte ja der Koch im Tempel haben. Können wir dann noch eine Portion? Das Ding aus seinem Shirt hat gelacht.
Okay, dann haben wir jetzt was zu tun. Wir gehen bitte zum Geschmacksweisen in den Tempel. Ich weiß nicht mehr, in welchem Stockwerk der war. Da war er. Da, wo der ganze Müll vor der Tür steht. So. Benutzt du automatisch den Code, wenn wir das da mit... Nee, das können wir gar nicht mit der Tür benutzen. Doch mit Tür? Nee. Also müssen wir selbst den Code wählen. Moment. Das war K Platz Zixdo. Wutruf. Konzentration. K. Platz. Zixdo. Hi. Wir haben da was für dich. Du wolltest das Zeugs da haben für dein Rezept. Oh, Schnapplure. Ich habe seit Monaten keine gehabt. Wie wunderbar zauberhaft. Ich kann wieder Buzuyoli zubereiten. Ich werde euch sofort eine Portion kochen. Wir hören noch voneinander. Oh, Schnapplure. Okay, wir haben was geschafft, wobei ich aber nicht weiß, was wir damit sollen. Buzuyoli. Moment mal, da stand im Handbuch was dazu. Gib mir mal ein Sekündchen. So, mal das Spiel beigezogen. Und da vorne in der Hülle, komm raus, ist das Heftchen drin. Und da stand auch, glaube ich, was zum Thema Buzuyoli. Vielleicht hilft uns das. Buzuyoli, typische Buzuk-Spezialität, zubereitet von Weisen des Geschmacks. Wichtigster Bestandteil ist die Schnapplure-Würze. Diese Delikatesse dient dem Volk der Buzuks als Energiespender und wird von ihnen in großen Mengen konsumiert, weil sie auch in der Lage ist, das Böse zu exorzieren. In der uns interessierenden Epoche ist die Schnapplure rar geworden, weshalb den Buzuks nichts anderes übrig bleibt, als menschlichen Furzer zu verzehren, also diese Burger. Also Exorzismus kann man damit machen. Das hilft mir jetzt ganz spontan auch nicht weiter. Exorzismus. Haben wir irgendjemanden, der besessen scheint? Also der Autist in der Irrenanstalt, den würde ich ja jetzt auch nicht als besessen definieren. Okay, behalten wir mal im Hinterkopf mit dem Exorzismus. So, jetzt weiß ich mal wieder nicht, was wir machen können. Wir schauen mal wieder aufs Transportozon und gehen mal die einzelnen Räume wieder durch. So, Tempel, Buzuk-Vorplatz, Trockenbrunnenplatz, virtuelle Reise, Treppenstraße. Ja gut, da hatten wir den Drachen geklaut. In der Vergangenheit. Da hat uns der eine Buzuk noch gesagt, dass er uns jetzt helfen würde. Wobei, ich glaube, das war dann der Verwandte, dessen, also quasi unser Meister war doch, glaube ich, der Verwandte von ihm. Und da hat er uns eigentlich ja schon zwar nicht wirklich geholfen, aber er hat zumindest was getan. So, Azimut-Gemächer. Amtsschimmel, Protophotonplatz, Obersackplatz. Also ich habe noch diverse Ideen, aber irgendwo fehlt dann immer was. Also für die Ventilatorplattform bräuchten wir halt das Schwebenzeugs. Der Meister hat ja gesagt, dass wir dann das kombinieren können. Aber ich weiß nicht wie. Und dass wir dann schweben können. Machen wir die Hörkontrolle auf dem Ventilator? Ich finde das nicht witzig. Wie soll man das kombinieren können?
Dann machen wir die Hörkontrolle auf Woodruff. Macht er auch nicht. Genau, das weiß man nicht. So, was haben wir noch? Wauwau Piep, das war der Tierladen. Gute Sittenclub. Da glaube ich noch, dass wir irgendwann den Chef da inspirieren müssen. Aber da haben wir noch nicht die Silben für. Trauriger Putzuck. Versuchslabor. Da müssen wir halt irgendwie auch noch den Weisen losbekommen. Aber ich denke mal, dass wir vorher seine Silbe brauchen, dass er sich dann vielleicht selbst befreit oder so. Und was mit diesen Proben da noch? Aber da müssen wir halt zuerst mal den Autisten irgendwo motiviert bekommen. Und dafür fehlt uns auch noch Zeugs. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht auch die Kreativitätssilbe, also diese Kreativitätsformel ist. Dafür müsste uns eigentlich noch das da fehlen, das erste. Schau mal kurz. Ja, das haben wir noch nicht. Nächste Idee bitte. Haus der Freuden. Achso, das war dann die Irrenanstalt selbst. Spielhölle. Titelbildschirm. Elendsbrücke. Schluckspechtgasse. Da haben wir die Rommelregeln her. Wollten wir dem noch irgendwas... Nee, der war ja dann glücklich, dass wir ihm das Foto gegeben hatten, um sich irgendwo bewerben zu können. Freundschaftsbar. Freudenviertel, Knastgasse, Gefängnishof und die Gefängnismauer. Ah, dann kommen wir zumindest mal oben raus. So, der Typ ist jetzt weg. Also hier oben muss irgendwo die Mauer weg. So, Woodruff, dann mach mal wieder bitte Enterhaken hierhin. So, und dann haben wir irgendwie was mit der Mauer zu tun. Haben wir die schon mal angeklickt, Jan? Man muss doch verflixt irgendein Ausgang sein. Da gibt's sicher einen Trick. Ja, aber welchen? Gibt's neben der Mauer hier sonst noch irgendwas zu klicken? Vielleicht noch einen zweiten Knopf oder so? Oder habe ich hier unten irgendwas übersehen? Woodruff, mach mal wieder einen Hüpser. Nein. Nicht ungeduldig werden, Junge. So, dann macht er einen Hüpfer. Vielleicht muss man hier unten auch irgendwo was drücken. Aber hier kann ich nichts anwählen. Das Fenster war ja nix. So, er hatte ja diese Treppe da rausgeschoben. Aber da ist auch nichts außer Woodruff, was anwählbar wäre. Also wieder hoch. Woodruff, geh mal wieder hoch. Dann nochmal Enterhaken. So, und dann sind wir wieder oben. Da haben wir einfach nur die Mauer, natürlich auch das Rohr. Aber zu dem sagt er nichts. Irgendeinen Trick geben. Die Dose hatten wir noch nie mit was benutzt. Ja, es war einfach nur geraten, Woodruff. Oder einen Knopf. Ja, ja, hast recht. Hast recht. Diesen Schlüsselbund vom Sultan, nee. Sagt er noch nicht mal was dazu? Nochmal den Enterhaken mit Mauer? Nee, macht er auch nicht. Das Putzokorn.
Ja, ich weiß, es macht keinen Sinn, Wutruf, aber ne? Vogel zeigen ist trotzdem unhöflich. Stimmt, das mit dem Putzen hatten wir auch schon mal. Die Schnecke hatten wir eigentlich. Das Buzuju-Lied, das macht überhaupt gar keinen Sinn. So. Das Ganze mit Teer zuzuschmieren mit dem Pinsel macht ja auch keinen Sinn. Okay, wir versuchen es trotzdem. Jetzt sagt mal wieder ein Vogel. Mann. Mein Held nimmt mich nicht ernst. So, wir haben erst die Gesichtskontrolle gelernt, aber das macht ja auch keinen Sinn mit so einer Mauer. Und ich kann es auch nicht anwählen. Tja, die Folge ist vorbei. Und ich bin mal wieder ratlos. Ich werde mein Gehirn mal noch etwas laufen lassen und auf einen Geistesblitz hoffen. Drück mir die Daumen und bis gleich.